Abro. So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Shadow of the Colossus. Ja. Gut, wir suchen den vierten Koloss. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht, müsste der auch irgendwo da hinten sein. Ja, hier. Genau. Na, Hallöchen. Okay, wir müssen ihn jetzt so hinlocken, dass er sein Hinternteil so hinstreckt, dass ich draufklettern kann. Und das geht nur, indem ich ihn hier herlock und dann hier durchgehe. Du sollst gehen. Los, Wanda. So. So, und jetzt müsste er eigentlich, wenn mich nicht alles täuscht, da reingucken. Wenn er mich nicht jetzt bemerkt hat. Und dann kann ich hinten auf sein Popo drauf. Richtig? Komm. Ja, ja, guck nach unten. Guck nach unten. Und nur da kann ich mich festhalten. Jetzt. Ja, sehr gut. Sehr gut.
Nein! Halt dich fest, Wanda. Oh nein. Nein! Ich stehe verkehrt. Oh Gott. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Okay. Ich bin drauf. Ich bin drauf. Ich darf nur nicht runterfallen. Come on. Okay, Koloss Nummer 4 erledigt. Koloss Nummer 5 ist ein großer, großer Vogel. Der ist auch nicht einfach, das stimmt. Wenn man nicht weiß, was man zu tun hat. Also mal gucken, auch in diese Richtung hier hinten. Okay. Ich muss hier drüber. Bin mir nicht ganz sicher. Muss ich doch eher mehr in die Richtung? Ne, ich glaube, ich muss hier hinter. Okay. Thank you.
Okay, wir haben hier gleich einen Schrein. Da können wir gleich mal gucken. Wir gehen mal runter vom Pferdchen. Wir können hier einmal speichern. Und an diesen Schreinen sind auf jeden Fall immer ein... Ja, ein auf jeden Fall Salamander mit einem blauen Schwänzchen. Und den sollten wir uns mal genehmigen, würde ich mal sagen. Wir müssen nur schauen, wo er ist. Da oben ist er. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Hallo! Ich sehe ihn. Okay. Der war da oben. Da oben sitzt er. Na, der hat hier einen anderen Schwanz. Zack. Hab ihn erledigt. Okay. Jetzt muss ich nur hier irgendwie hochklettern. Hier komme ich hoch. Gut. Okay, da liegt das Schwänzlein. Wir nehmen das. Zack. Und jetzt wäre unsere Stamina eigentlich super gut aufgeladen, ein bisschen. Aber wir haben ja schon volle Stamina. Ich wollte es euch nur mal demonstrieren. Gut. Agro, wo bist du? Komm, wir müssen zum nächsten Koloss. Hallo! Ja. Yeah. Mein Freund. Okay. Ja! 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 Ganz schlau. Das wollte ich eigentlich nicht. Damit. Ich wollte nicht ins Wasser. Hm. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ging es denn hier lang? Ich glaube, ich muss da unten durchtauchen, ne? Okay. Ich glaube, ich muss hier unten durch. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich komme mir gerade vor wie Ninja Warrior. So. Ja. Ist er nicht wunderschön? Und den müssen wir jetzt vernichten. Schweinerei. So. Hier gibt es einen kleinen Trick. Wie wir ihn aggressiv machen. Von alleine macht er nämlich nichts.
Wir sehen hier drei Plattformen. So, mein Freund. Es tut mir wirklich leid, aber... So, und los geht's. Und der Trick ist, drauf zu springen. So. Weiß ich nur nicht, wo muss ich nehmen. Auf jeden Fall zum Flügel. Aber welcher? Oh, echt. Es ist sehr gefährlich hier. Ja? Sehr, sehr gefährlich. Ich muss erst hoch. Es ist echt dangerous. Rick Dangerous hier. Schnell, schnell, schnell. Halt dich. Ganz schön windig hier oben. Stabilität hier. Ach, fuck. Oh nein, oh nein. Jetzt bin ich weg vom Fenster. Warum nimmt er denn nicht das Schwert? Ausfindig machen. Ich glaube, das ist da hinten, oder? Ich weiß es nicht. Yeah.
Okay, Koloss 4 und 5 erledigt. Na, Lady, geht's dir schon besser? Sieht nicht so aus. Okay, Agro, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut, erholen uns und dann sehen wir im nächsten Part von Shadow of the Colossus, wie es hier weitergeht. Also bis dahin, bye bye.